Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Gruselzeit-Video Nummer 10. Ja, Nummer 10. ich habe euch mal wieder auf einen Ausflug in die Natur mit rausgenommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, ist es gerade Ende September. Ja, eigentlich noch nicht besonders herbstlich, aber das Wetter, das mutet doch sehr herbstlich an. Es ist stark bewölkt. Es hat auch schon ein wenig genieselt. Es ist frisch. Ich will nicht sagen kalt, aber frisch. Aber ich will das auch gar nicht anders. Ich hasse Hitze. Ich denke mal, da bin ich nicht alleine mit diesem Gedanken. Ihr wisst ja von vorangegangenen Videos, dass ich den Herbst mit Abstand am meisten liebe, aufgrund der Farben und auch des Wetters. Ja, ich mag es auch mal, wenn ein Herbst regnerisch ist, und er hat ja schon sehr regnerisch angefangen. Ja. Gerade bin ich auch ein wenig erkältet, ist aber auf dem Weg der Besserung. Ja, und wir haben heute den 27. September, glaube ich. Kann sein, 26. oder 27. Ich habe jetzt gerade keinen Kalender, dass ich gucken könnte. Aber so um den Dreh haben wir es gerade. Aber es sieht doch schon, ich habe auch schon Blätter fallen sehen. War halt doch ein ziemlich heißer Sommer. Scheiß Hitze. Ja. Immer noch alles recht grün, aber trotzdem, das Wetter ist recht herbstlich. Wie gesagt, bewölkt, regnerisch. Gerade ist mal ein trockener Abschnitt, Gott sei Dank, so dass ich ein wenig spazieren gehen kann. Ja, ich liebe lange Spaziergänge im Herbst. Das wird auch nicht der letzte gewesen sein, auch nicht der letzte, den ich filme. Und ja, ich nehme euch mal ein bisschen mit, zeige euch hier die Landschaft, die ihr wahrscheinlich schon öfter gesehen habt jetzt. Aber das ist einfach mein Lieblingsweg. Hier laufe ich am liebsten. Hier ist es ruhig, zumeist wenigstens ist es ruhig, wenn nicht gerade Autos hier hoch oder runter fahren. Das war aber bis jetzt erst ein einziges Mal der Fall. Zurzeit haben wir auf unserer Hauptverkehrsstraße eine Baustelle, und da verirren sich nicht besonders viele Autos hierher, weil die nicht wissen anscheinend, wie sie hier herkommen sollen. Aber da kommt gerade wieder eins. Gerade ist es vorübergefahren. Und ich mache mal eine. Schaut euch diesen schönen Wald an. Ich bin sehr gerne im Wald. Das ist so ein Ort, der mich unglaublich beruhigt. Wälder oder Seen oder Meere, das sind so Orte, die mir sehr gut gefallen. Ab und an mag ich auch Berge, aber
mehr mag ich die See. Ich bin nur ein Meerkind. Und wenn ich irgendwo am Meer im Urlaub bin, dann mag ich es auch, wenn es wärmer ist. Aber ansonsten, hier mag ich das nicht. Hier hasse ich es. Ich hasse Hitze. Ja. Wir haben zwar erst Ende September, aber bald ist Halloween und da freue ich mich drauf. Und ja, bald. Und es findet auch wieder eine Halloween-Party auf meiner Lieblingsburg statt, auf Burg Greifenstein. Findet am 29.10. eine Halloween-Party statt. Und zwar eine schwarze Halloween-Party. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und dieses Jahr mache ich auch zu Hause wieder eine Halloween-Party. Letztes Jahr hat das nicht geklappt. Ja, auch aufgrund von Corona. Eigentlich nur aufgrund von Corona hat es nicht geklappt. Ja, aber dieses Jahr wird das wieder was und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe auch schon ein paar Ideen für Verkleidungen. Let's see, was daraus wird. Ja, gerade kommt wieder ein Auto. Aber heute ist es doch relativ ruhig hier. Finde ich gut. Da sind bunte Blätter, gelbe Blätter. Ja, wir haben welche. Ach, ich mag den Herbst. Es ist nicht mehr so warm, so ätzend warm. So, was macht ihr an Halloween? Kommentiert doch mal. Das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, ich werde am 29.10. auf diese Halloween-Party gehen. Ob alleine oder mit Freunden, weiß ich noch nicht. Alleine ist doof. Irgendwie. Aber ich will dahin. Deswegen werde ich wohl jemanden fragen, ob er mitgeht. Und ja, am 31. dann werde ich zu Hause eine Halloween-Party feiern, eine kleine. Und es wird natürlich auch wieder ein Halloween-Shooting geben, wo ich euch dann auch mein Shooting-Outfit präsentieren werde. Ganz klar, das kommt dann allerdings erst im November online. Und ja, by the way, kann ich euch ja auch gerade mal ein wenig erzählen von den Videos, die ich im November so geplant habe. Das soll jetzt kein News-Video werden, es ist ein Gruselzeit-Video. ja, im November wird es natürlich wieder winterliche Make-ups und Nageltutorials geben. Und ich werde versuchen, auch im November endlich mal den Mera Luna Vlog hochzuladen, wenn ich ihn bis dahin zusammengeschnitten habe. Und mal sehen, es wird dann auch noch einige andere Videos geben, wie Outfits of the Day und so weiter. Aber lasst euch diesbezüglich überraschen. Aber ich werde sehen, dass ich im November den Mera Luna Vlog hochgeladen bekomme. Ich brauche nur ein passendes Schneideprogramm und noch ein bisschen Zwischenmaterial, aber das habe ich ja genügend. Genug Fotos gemacht und Videos. Und die werde ich euch dann in dem Vlog präsentieren. Ja. So, wir machen noch mal eine Rundumschau hier.
Da ich noch erkältet bin, strengt dieses Laufen doch sehr an. Aber es ist nötig, mal an die frische Luft zu kommen, da ich die letzten 3 Tage tatsächlich nur drinnen war, meistens im Bett. War doch recht hartnäckig. Letzten Sonntag ging es mir, nein, vorletzten schon, ging es mir nicht so gut. Und ja, letzten Sonntag, wie gesagt, habe ich die meiste Zeit im Bett verbracht. Aber jetzt, wie gesagt, ist wieder auf dem Weg der Besserung und ich kann einen kleinen Gang in der Natur wagen, was mich sehr, sehr glücklich macht. Ich bin gerne in der Natur unterwegs. Nur leider hatte ich dazu nicht so viel Lust, als es so heiß war. Aber jetzt kann man das wieder öfter tun und dabei Spaß haben und die Natur genießen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht sammle ich auch ein paar Kleinigkeiten, um ein wenig zu basteln. Mal schauen. Wir werden sehen, ob sich jetzt schon was findet oder ob ich das später machen muss. Aber ich schätze, da die meisten Blätter, die jetzt fallen, noch ziemlich grün sind, werde ich noch ein wenig warten. Auf buntere Zeiten. Wie gesagt, ist ja erst Ende September, nicht wahr? Ja. So. Jetzt werde ich noch ein wenig in Ruhe diesen Weg genießen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Herbstzeit, eine schöne Halloweenzeit. Ich bin gespannt, was ihr so macht. Also fleißig kommentieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen und abonniert meinen Kanal. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.